So, kommen wir zur Aufgabe Teil B von der Aufgabe 35 in der Kosten-Leistungs-Rechnung. Wir sind bei der Äquivalenzziffernkalkulation. Und haben hier folgende Daten. Also wir schauen uns mal B an. Jetzt binden und runden Sie das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen, das haben wir in der A gemacht, und gehen Sie nun bei der Beantwortung von der Teilaufgabe B und C abweichen von Ihren Ergebnissen in A von folgenden kombinierten Äquivalenzziffern aus. Okay, jetzt haben wir die vorgegebenen Äquivalenzziffern. Wie hoch sind die Einheitsmengen der Fertigung sowie die Vertriebsprozesses im ersten Quartal des Jahres 02? Okay, also Fertigungs- und Vertriebsprozesses. Das bedeutet, bei der Fertigung werden wir ja auf die produzierte Menge hingesetzt, und bei der Verwaltungs-, also beim Vertriebsprozess haben wir ja, wie hier schon gesagt, und Verwaltungs- und Vertriebsprozess hier die abgesetzte Menge zu berücksichtigen. Gut, das können wir hier auch gleich wieder machen. So, nur interessieren uns jetzt ein paar Zahlen nicht mehr. Runterscrollen. Ein bisschen Platz brauchen wir in der Aufgabe halt schon. Also, das Ganze kann hier einfach mal gestrichen werden. Auch die Länge wird nicht mehr benötigt, sondern wir haben jetzt in der gleichen Reihenfolge Äquivalenzziffern und schreibt mal hier gleich ist gleich hin, weil wir hier AQ und ah, geschaffen kriegen wir das hin, dass wir das auf der Seite auch machen. Ich mache mal hier einen kleinen Trennstrich hin. Ich werde auch gleich, gehe gleich darauf noch genauer ein, warum ich das hier so ein bisschen trenne. Okay, hier haben wir die Äquivalenzziffern. Also die waren 1,4 für das erste, dann 1. Dann haben wir bei 800 0,75, 75 und das Ganze hier da war es dann 0,75, wenn ich mich nicht irre, in einem Blick, ich muss schnell nochmal nachgucken. Ah nee, 0,5 einfach nur. Okay. Oh. Okay, ich entschuldige mich hierfür. Boah. Verdammt, das Kabel. Also, 0,5 haben wir hier. Und jetzt, wo halt hier rot ist, werden halt die Einheitsmenge für die Fertigung, also E, hier wird dann am Ende auf der Seite die Einheitsmenge für die Fertigung stehen. Also wir nehmen die 900 mal 1,4 und kommen auf 1260. Dann einmal 1200 kommen wir natürlich auf 1200 und 800 mal 0,75, da kommen wir auf 600 und 400 mal 0,5 kommen wir auf 200. Das Ganze aufsummiert kommen wir auf
3260 Einheitsmenge der Fertigung. Einheitsmenge Fertigung. Sieht aus wie so ein kleines F. Na gut. Okay. Und wenn wir das genau das gleiche jetzt mit auf der anderen Seite halt machen, kommen wir halt auf die Einheitsmenge des Vertriebs, weil das ist ja die abgesetzte Menge, also 600 mal 1,4, da kommen wir auf 840, dann 1000 mal 1, naja, das ist 1000, 900 mal 0,75 kommen wir auf 675 und 550 mal 0,5 kommen wir auf 275. Das Ganze ebenfalls aufsummiert, kommen wir auf 2790 Euro Einheitsmenge EM des Vertriebs. Okay, falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, werde ich sie gerne beantworten. Ansonsten war es das zu der Aufgabe. Okay.